Okay, also herzlich willkommen zu unserer letzten offiziellen Lecture der Ringvorlesung der Students of Future Hildesheim 2021. Die letzte reguläre, deshalb nächste Woche gibt es noch eine Abschlussveranstaltung. Dazu werde ich am Ende noch mal etwas sagen. Am Anfang nochmal der Hinweis: Es gibt hier den Link für eine Evaluation. Also für diejenigen, die an der Ringvorlesung teilgenommen haben, wäre es uns eben wichtig, dass ihr auf den Link klickt und mal kurz, oder also entweder über diesen Link oder über das LearnWeb nochmal, um uns Feedback zu geben. Genau, aber nochmal ein paar technische Details, bevor wir mit der Diskussion, mit dem Vortrag starten. Es gibt wie immer einen Teil mit einem Vortrag und danach eine Diskussion. Heute werden wir das Format ein bisschen aufmischen. Es wird insgesamt vier Blöcke geben. Nach jedem Block gibt es eine kurze Pause, aber auch die Möglichkeit zu rückfragen. Bitte haltet während des Vortrags eure Kameras und eure Mikrofone ausgeschaltet. Ihr könnt gerne, wenn ihr Fragen habt, in der Diskussion am Ende eure Kamera auch einschalten. Ihr könnt dafür in den Chat einen Plus oder einen Stern schicken, dann rufe ich euch auf. Oder ihr schreibt eure Frage einfach in den Chat und ich lese sie vor. Okay, genug zu den technischen Details. Beginnen wir nun mit dem Inhalt. Also in der Ringvorlesung haben wir uns bisher beschäftigt, vor allem mit der Perspektive des globalen Südens oder auch MAPA genannt, also Most Affected People in Area. Häufige Themen waren die Kolonialisierung, die Ausbeutung von Mensch und Natur und Rassismus. Heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, eben auch ein Exportgut, wenn man so will, des Kolonialismus, und zwar des Kapitalismus. Und der brachte eben das Versprechen des Wohlstands für alle. Dieses Versprechen scheint aber in den meisten kolonialisierten Staaten und auch in den vielen Industriestaaten nicht eingetreten zu sein. Darüber hinaus kann man an dieser Stelle die Frage stellen, ob Menschen in Industriestaaten glücklicher sind als Menschen, die in JägerInnen- und SammlerInnen-Kulturen leben. Um die Frage nach dem Glück wird es heute gehen. Doch zunächst möchte ich unseren Referenten heute vorstellen. Davide Procchi wurde 1969 in Rimini, Italien, geboren. In seiner Familie, die sehr stolz auf den Weinanbau war, herrschte durch die Erfahrung im Zweiten Weltkrieg ein negatives Bild Deutschlands vor. Jedoch kam Davide im Rahmen seines Studiums der Sozialwissenschaften nach Deutschland, wo sich sein Bild des Landes veränderte. Heute lebt und arbeitet er in Köln als freiberuflicher Forscher, Autor und Berater. Außerdem war er tätig als freier Journalist für den WDR und die Taz. Und er ist unter anderem Mitglied bei ATTAC, Greenpeace und dem Mehr Demokratie e.V. Ein wichtiges Projekt, das Davide durchgeführt hat, ist der Tag des guten Lebens. Hierbei handelt es sich um ein Reallabor, welches das Ziel verfolgt, Nachbarschaftsstrukturen zu verbessern und Raum für gesellschaftlichen Austausch zu schaffen. 2016 erhielt Davide den Umweltschutzpreis der Stadt Köln. Seit 2020 ist er wieder Jurymitglied beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design und letzte Woche reichte er seine Dissertation ein. Davide Procchi wird heute Abend über die Bedeutung des Begriffs des guten Lebens sprechen. Nicht nur wird es um die Fragen nach Wohlstand und Massenkonsum gehen, sondern auch darum, wie sich unsere Gesellschaft bis heute entwickelt hat und warum Wirtschaftswachstum als oberstes Staatsziel ein Fehler ist. Ich begrüße herzlich im Namen der Students of Future Hildesheim Davide Procchi. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung und die Vorstellung. Ich habe das zweite Bild Deutschlands in meinem Studium kennengelernt in Italien. Ich habe Philosophie studiert, war von der deutschen Philosophie fasziniert und eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie können sich der Höhepunkt der kulturellen Entwicklung Europas und der Tiefpunkt der historischen Entwicklung so nah sein. Also in Weimar Weimar ist die Hauptstadt der Klassik. Weimar ist die Heimat von Goethe und Schiller. Und der Konzentrationslager Buchenwald ist 8 Kilometer davon entfernt. Und diese Nähe ist etwas, was mich beschäftigt, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, weil es geht um den Zusammenhang Fortschritt und gesellschaftlicher Untergang.
historisch gesehen, vielleicht hat jemand von euch ein Buch von Jared Diamond gelesen, von 2005, Kollaps, warum Gesellschaften überleben oder untergehen. Und die historischen Beispiele von gesellschaftlichem Untergang, die Jared Diamond, ein Biogeograf, beschreibt, sind ganz interessant, weil der Untergang immer dort beginnt, wo der Fortschritt ganz oben ist. Und das ist etwas, was auch auf unsere Gesellschaft zutrifft. Unsere Gesellschaft ist sehr entwickelt. Unsere Gesellschaft ist Ausdruck der Okkultur. Wir sprechen auch von Wissen- und Informationsgesellschaft. Das ist unsere Gesellschaft. Und trotzdem sehen wir, dass gerade in der Okkultur, in einer Gesellschaft, in der sehr viel Wissen steckt, auch die Ursachen der globalen Krise zu finden sind. Also Wissen und Information sind keine ausreichenden Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung. Und mit diesen Fragen bin ich damals auch nach Deutschland gekommen. Zu dem Vortrag heute, also der Titel ist Klimagerechtigkeit und das gute Leben. Oft wird eine Transformation zur Nachhaltigkeit mit Verzicht verbunden. Nachhaltigkeit verbinden wir immer mit neuen Regeln, die wir respektieren sollten, denn wir folgen müssen. Es geht um etwas, was wir machen sollten müssen. Um einen Zwang. Also wir verbinden Nachhaltigkeit sozusagen mit einer zusätzlichen Fremdbestimmung. Das gute Leben bietet einen anderen, positiveren, motivierenden und inspirierenden Zugang für die Transformation zur Nachhaltigkeit. Wenn wir die Transformation wollen, dann sollten wir uns auch die Frage stellen, welche Sprache diese Transformation braucht. In Köln, wie Michael gesagt hat, habe ich 2011 den Tag des guten Lebens initiiert. Und damals gab es eine große Diskussion. Viele plädierten dafür, dass diese Tag der Nachhaltigkeit heißen sollten. Was wäre dann passiert, wenn der Tag des guten Lebens Tag der Nachhaltigkeit genannt werden würde? Worden wäre. Es wäre passiert, dass sich die Menschen, die sich von diesem Wort angesprochen fühlen, Nachhaltigkeit, an der Initiative teilgenommen hätte. Wahrscheinlich wären sie die Ökos, die Umweltaktivisten gewesen. Also Nachhaltigkeit ist auch ein exklusiver Begriff, ein Expertenbegriff. Und gutes Leben, von diesem Begriff, von dieser Sprache fühlen sich mehr Menschen, mehr Gruppen angesprochen. Es ist ein inklusiver Begriff. Deswegen haben wir uns am Ende für Tag des guten Lebens entschieden. Wer Partizipation ernst meint, sollte bei der Transformation auch die Sprache zur Disposition stellen. Denn Kulturen, Gruppen, Städte haben verschiedene Sprachen, um das auszudrücken, um das zu nennen, was bei uns Nachhaltigkeit und gutes Leben heißt. Also vielleicht ist auch gutes Leben, wird gutes Leben, das, was wir gutes Leben nennen, in anderen Kulturen, in anderen Gruppen anders genannt. Und wenn wir diese Gruppen aktivieren wollen für die Transformation, dann müssen wir ihre Sprache verwenden und nicht unsere eigene. Also es geht auch um eine Frage der Sprache bei der Transformation. So, den Vortrag, die Impulse habe ich in vier Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt, die kulturelle Dimension, was das gute Leben ist, das hängt auch von den Werteinstellungen ab und sie unterscheiden sich von Kultur zu Kultur. Das heißt, wie Menschen leben, das ist immer Ausdruck auch von Weltbildern, von Naturbilder und von Menschenbilder. Nicht alle Kulturen verstehen das Gleiche unter Natur, unter Mensch oder unter Leben. Und entsprechend werden dann auch Entscheidungen getroffen. Es gibt dann eine empirische Studien über das Wohlbefinden
Und das Glück internationale Studien, darüber möchte ich auch reden, welche Konzepte vom Wohlstand sind nachhaltig, welche Konzepte vom Leben, vom Wohlstand dienen zu Klimagerechtigkeit und dann, wie können wir mit dem guten Leben vor der eigenen Haustür beginnen. Das ist zum Beispiel der Tag des guten Lebens. Es geht um Transformationspraxis. Ich werde eine kurze Pause nach jedem Abschnitt machen, sodass ich nicht 60 Minuten lang rede und dann hat jeder Zeit, Fragen zu stellen. Oder vielleicht machen wir eine kurze Pause. So, zum ersten Punkt. So, die erste Frage ist, das gute Leben von wem? Es geht um die Lebensführung von Menschen. Für mich ist eine Transformation nachhaltig, ist eine Entwicklung nachhaltig, wenn sie dem menschlichen Maß entspricht. Und was ist der Mensch? Hier auf dieser Folie habe ich eine Definition von einem niederländischen Sozialpsychologen, nämlich Gerd Hofstede. Das Buch heißt Lokales Denken, Globales Handeln. Und der Mensch besteht aus drei Ebenen. Also die erste Ebene ist die biologische. Es gibt nicht nur eine äußere Natur, sondern die Natur ist auch ein Teil von uns. Und es hängt von diesem Faden ab, zwischen innerer Natur und äußerer Natur, ob wir gut leben. Die Befriedigung der Grundbedürfnisse ist die Basis für die Befriedigung aller anderen Bedürfnisse. Also es geht um Ernährung, es geht um Atmen und so weiter. Und alle Menschen teilen diese Natur miteinander. Das heißt, diese innere Natur kann auch die Basis sein für eine interkulturelle Kommunikation unter den Menschen. Zu dieser inneren Natur gehören auch Emotionen, Gefühle und auf dieser Ebene ähneln sich alle Menschen. So, dann gibt es eine Ebene, worauf sich Menschen unterscheiden. Es ist die kulturelle Ebene. Diese Ebene ist nicht ererbt, sondern wird erlernt im Rahmen der Sozialisierung, der Erziehung, der Bildung. Kultur ist die Art und Weise, wie Menschen in eine bestimmte Gruppe erzogen werden. Und durch Kultur können Menschen ihre Verhaltensweise miteinander koordinieren. Kultur ist auch die Sprache, die die Kooperation, die Zusammenarbeit ermöglicht. Aber Kultur drückt sich auch durch eine innere Kontrolle aus. Das habe ich auch beim Tag des guten Lebens in Köln erlebt. Die Straßen sind an diesem Tag in einem ganzen Quartier autofrei und dienen als Freiraum. Also alle Straßen, alle Plätze sind autofrei und sie dienen als Freiraum für selbstentwickelte Konzepte des guten Lebens. Und es war ganz interessant zu beobachten, also wenn Menschen die Freiheit bekommen, das gute Leben umzusetzen, Alternativen umzusetzen, dann kamen an diesem Tag viele Menschen nicht weiter, als sich ein Straßenfest oder ein Flohmarkt vorzustellen. Diese Erfahrung hat mir gelehrt, dass physische Freiräume nicht ausreichen für eine Transformation zur Nachhaltigkeit, wenn es gleichzeitig auch keine geistigen Freiräume gibt. Das heißt, Kultur drückt sich durch die Tatsache aus, dass Menschen eine Art Selbstzensur ausüben, wenn sie die Freiheit bekommen. Die Muster, die gestern gültig waren, die Normalität, die gestern gültig war, reproduziert sich auch in Zeiten oder in Räumen, wo die Freiheit herrscht. Das ist die Kraft von Kultur. Also wir kontrollieren uns selbst, wenn unseren Eltern oder wenn die Polizei nicht anwesend ist. Das ist die Kraft der Kultur. The power of culture.
Es gibt Menschen, die lebenslang unglücklich sind, weil sie die falschen Glaubenssätze verinnerlicht haben. Also wir können auch dazu erzogen werden, unglücklich zu sein. Ich habe vor 2 Jahren in ländlichen Regionen erforscht, ländliche Regionen, die ökonomisch benachteiligt sind. Und ich fand sehr spannend zu beobachten, dass Kommunen, Institutionen oft den gleichen Entwicklungsmodellen folgen, die sie zu Verlierer gemacht haben. Also auch Menschen in unserer Gesellschaft, benachteiligte Schichten, haben die gleiche Kultur verinnerlicht, die sie benachteiligt. Das ist auch die Kultur. Und die Frage ist für die Nachhaltigkeit, wie können wir Menschen von dieser Kultur emanzipieren? Eine Kultur, die Menschen auch unglücklich macht. Oder Regionen auch oder Städte auch zu Verlierer macht. So, und die Spitze der Pyramide, wir sind biologische Wesen, wir sind kulturelle Wesen, aber wir sind gleichzeitig auch einzigartige Wesen. Das heißt, selbst im Nationalsozialismus, in der Propaganda gab es einen Widerstand. Der Mensch ist nicht eine Maschine, die mental, die geistig programmiert werden kann, sondern der Mensch ist ein Lebewesen, der gegen die eigene Kultur, gegen die Propaganda, gegen die Macht auch Widerstand ausüben kann. Josef Beuys sagte, jeder Mensch ist ein Künstler, und er meinte genau das, dass jeder Mensch auch so etwas Außergewöhnliches fähig ist. Das heißt, vielleicht geht es bei der Nachhaltigkeit nicht darum, dass wir die Menschen anders mental programmieren, sondern wie Harald Welzer gesagt hat, vielleicht geht es um das Selbstdenken, um eine Dekolonisierung des Geistes. So konnte man das ausdrücken. Das ist auch meine Meinung. So, warum Kultur? Was hat Kultur mit Klimagerechtigkeit zu tun? Wir konnten Kultur als die DNA der Gesellschaft definieren. Und wir wissen, dass bei biologischen Organismen die DNA das ist, was der Stoffwechsel zwischen Organismus und Umwelt steuert. Das heißt, wenn wir in unserer Gesellschaft eine Störung der Beziehung mit der Umwelt erleben, dann hat diese Störung, die Umweltkrise, ihre Ursachen auch in der Kultur. Also wir brauchen eine kulturelle Evolution, um die Klimakrise zu überwinden, weil etwas in dem Stoffwechsel nicht mehr stimmt. Kultur ist gleichzeitig die Normalität, woran sich Kollektive orientieren. Die Nachhaltigkeitsdebatte orientiert sich immer an dem Verhalten von Individuen. Also wir wollen immer, dass der Verbraucher sein Verhalten ändert, dass der Verbraucher nicht mehr fliegt, nicht mehr Auto fährt und so weiter. Tatsache ist, dass Verbraucher, Individuen, ihre Entscheidungen nicht individuell treffen, sondern sich sehr stark an der eigenen Umgebung, am eigenen Milieu orientieren. Wenn ich in Italien meine Familie besuche, dann ist die erste Frage meiner Familie in Italien, warum fährst du 14 Stunden mit dem Zug, mit dem Flugzeug, brauchst du nur 2 Stunden. Das heißt, also ich weiß, warum ich das tue, aber wenn man sich nicht normal verhält, wird man immer mit solchen Fragen konfrontiert, und Menschen tendieren immer dazu, sich homogen zu verhalten, das zu machen, was die eigene Umgebung auch macht. Das heißt, es gibt einen starken Zusammenhang zwischen mentalen Infrastrukturen, so nennt sie Harald Welzer, und materiellen Infrastrukturen. Wir werden
viele Probleme in unserer Gesellschaft nicht überwinden, wenn wir nur an das Individuum appellieren und nicht die mentalen und materiellen Infrastrukturen ändern, weil sie unser Verhalten am meisten bestimmen. So, Kultur ist wichtig, Kultur ist die Art und Weise, wie Menschen erzogen werden. Wir werden nicht nur von der Familie erzogen, sondern auch vom Bildungssystem, von den Massenmedien und so weiter. Also da so müssen wir uns fragen, welche Kultur, welche Lebensweise, welche Werte werden in den Massenmedien im Bildungssystem vermittelt. Auf Basis von Kultur treffen Menschen ihre Entscheidungen, aber das wissen wir von der Psychologie, 80% der Entscheidungen, die wir im Alltag treffen, sind unbewusst und nicht bewusst, weil Kultur nicht eine Moral, Kultur ist nicht, was wir wissen, Kultur sind tief verinnerlichte Werte, Weltbilder, Verhaltensweisen und so weiter, also 15 Jahre Erziehung in der Familie bekommen wir nicht weg, indem wir ein gutes Buch lesen oder eine neue Information über Nachhaltigkeit. Also diese 15 Jahre Erziehung brauchen auch eine lange Zeit, um verändert zu werden. Und das ist ein bisschen so der Paradox. Bei der Klimawende, für eine Klimawende, für Klimagerechtigkeit haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber kulturelle Veränderung, ein kultureller Wandel braucht sehr viel Zeit. Und ein letzter Punkt, gesellschaftliche Entwicklung, also zum Beispiel Kapitalismus, Industrialisierung, Globalisierung, Digitalisierung. Gesellschaftliche Entwicklung ist kein Zufall. Gesellschaftliche Entwicklung ist auch kein Schicksal, also auch die Globalisierung ist kein Schicksal gewesen, sondern gesellschaftliche Entwicklung ist immer Ausdruck eines Kulturprogramms. So, und auch dieses Kulturprogramm, das im Westen dominiert seit Jahrhunderten, möchte ich jetzt kurz eingehen. Also dieses Kulturprogramm, von dem unsere gesellschaftliche Entwicklung ein Ausdruck ist, hat eine lange Geschichte. Also nicht nur die biologischen Gene, die wir in uns tragen, sind Milliarden Jahre alt, sondern auch die kulturelle Genetik, die unser Verhalten beeinflusst, ist sehr alt. Also nicht so alt wie die biologischen Gene, aber ein paar Jahrtausend alt. Diese kulturelle Genetik, die unsere Kultur auch heute stark beeinflusst, hat ihre Wurzel auch in der Bibel. Also wenn wir an die Separation zwischen Natur und Mensch denken, dann finden wir diese Separation schon in der Bibel. Aber noch stärker vielleicht in einem Philosophen, Platon, und in seinem Weltbild. Es gibt, also Plato ist einer der Philosophen, der am meisten unsere Kultur beeinflusst hat bis heute. Woraus zeichnet sich das Weltbild von Platon? Also zuerst, wie ich schon gesagt habe, durch eine dualistische Trennung von Kultur und Natur, von Geist und Materie. Dazu kommt noch eine Hierarchie, das heißt, Plato setzt die Vernunft, der Geist, die Rationalität über die Natur und die Materie. Hierarchie bedeutet auch, dass in diesem Weltbild die Natur abgewertet wird. Heute ist die Natur in unserer Wirtschaft Rohstoff. Bei Plato ist die Natur Unordnung. Und die Vernunft ist Ausdruck von Ordnung. So, und diese Sichtweise beeinflusst uns noch heute, weil wir unser Verhalten an Ideen orientieren. Also wir haben eine Idee von Beziehung, von intime Beziehung.
von Familie. An solchen Ideen orientieren wir unser Leben, unser Verhalten. Und wir sind immer enttäuscht, wenn die Realität der Beziehung, die Realität der Familie, die Realität der gesellschaftlichen Entwicklung, diese Idee des Guten nicht entsprechen kann. In unserer Gesellschaft orientiert sich die Wirtschaftspolitik nicht an der Realität der Wirtschaft, sondern an Wirtschaftsmodelle. Also da sehen wir orientieren unsere Entwicklung, aber auch unser Leben an Ideen und nicht an der Realität. Und dann sind wir enttäuscht oder wir setzen uns unter Druck, wenn die Realität diese Idee nicht entspricht. Bei Plato ist die Natur vergänglich, während die Idee etwas Universelles ist. Das heißt, die Idee ist auch Ausdruck der Wahrheit und Plato glaubt auch, dass wir uns an der Wahrheit orientieren können. Und weil die Philosophen diese Wahrheit am nächsten stehen, werden sich im idealen Staat von Plato auch an der Spitze gesetzt. Das heißt, die Asymmetrie, die Ungleichheit zwischen Vernunft, Geist und Natur wird in die Gesellschaft verinnerlicht und führt zu einer Ungleichheit unter den Menschen. Die Philosophen sind der Vernunft am nächsten und dürfen die Gesellschaft regieren. Die Bauern, die Frauen und die Sklaven stehen der Natur am nächsten und sind ganz unten. Interessant ist die Tatsache, dass in der Bibel die Frau Eva heißt und Eva bedeutet etymologisch Lebendigkeit. Die Frau in der Bibel hat sich der Sünde schuldig gemacht, wie wir wissen. Das heißt, in diesem Bild ist Adam Ausdruck der Vernunft. Die Gesellschaft soll am besten von den Männern regiert werden, weil sie der Vernunft am nächsten stehen, wie es Adam tat, während die Frau an der Lebendigkeit nahe ist und die Lebendigkeit ist nicht berechenbar. Das heißt, indem die Männer die Gesellschaft regieren, versuchen sie dabei auch die Lebendigkeit zu beherrschen, so dass es nicht zu Sünde kommt. Also Motive, die wir in der Bibel haben, finden wir auch in der Philosophie von Platon und eigentlich auch in unserer gesellschaftlichen Entwicklung. So, in diesem Bild ist gesellschaftliche Entwicklung eine Form von Rationalisierung. Es geht darum, die Realität nach dem Vorbild der Ideen, der geistigen Modelle anzupassen. In der Philosophie von Plato gibt es einen Gott, der Demiurg. Und der Demiurg macht nichts anderes als die Natur, als die Realität ständig dem Vorbild eine Idee anzupassen. So, und dieser Gott, der Demiurg, ist durch den Menschen, durch die Wirtschaftsexperten, die Wirtschaftswissenschaftler ersetzt worden. Heute sind die Wirtschaftswissenschaftler, die Wirtschaftspolitiker, die ständig versuchen, die komplexe wirtschaftliche Realität dem Vorbild eines Wirtschaftsmodells anzupassen, wie irdische Demiurgen. So oben haben wir die Vorbilder der Entwicklung. Sie sind der Vernunft, der Okkultur am nächsten, das ist der Westen, das sind die Zentren, das sind die Regierenden, die Experten, die Subjekte der Politik. Und ganz unten haben wir den globalen Süden, die Peripherien, die Regierte, die Laien und die Objekte. Also wir haben eine ähnliche soziale Ungleichheit, die auch ein Weltbild entspricht. So, und wenn sich die Gesellschaft entwickelt,
dann geht es darum, sich von der Natur immer mehr abzugrenzen, also vom Natürlichen ins Künstliche. Also neoliberale Globalisierung ist eine Form von Total Design der Gesellschaft nach vorgegebene Vorbilder. So, und lange Zeit sind die USA als Spitze der Entwicklung beendet worden. Und wenn Entwicklungshilfe verteilt würde, dann ging es darum, dass man andere Länder helfen wollte, ihren Entwicklungsrückstand zu überwinden und so zu leben, wie es die Amerikaner getan haben. Das heißt, Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung wird in diesem Modell, in diesem Kulturprogramm mit Fortschritt gleichgesetzt. Von der Agrargesellschaft ganz unten über die Industriegesellschaft bis zur Dienstleistungsgesellschaft. Massenkonsum für Walt Whitman Rostow, die Stadientheorie der Entwicklung. Massenkonsum ist die Spitze der gesellschaftlichen Entwicklung, Wirtschaftswachstum genauso, technologische Innovation genauso. Das ist das Kulturprogramm unserer Gesellschaft. Warum ist das für Nachhaltigkeit wichtig? Weil diese Kultur, dieses Kulturprogramm auch die Nachhaltigkeitsdebatte stark beeinflusst. Also es gibt Positionen in der Nachhaltigkeitsdebatte, wo Nachhaltigkeit praktisch eine Fortführung des Fortschrittes ist. Wir brauchen für Nachhaltigkeit, wir brauchen für Klimaschutz technologische Innovation. Es geht um das Elektroauto zum Beispiel, um die Sparlampe. Manche sprechen auch von der Notwendigkeit einer ökologischen Modernisierung. Und wenn wir Nachhaltigkeit so verstehen, dann ersetzt die Idee der Nachhaltigkeit die bisherige dominante Idee. Also Nachhaltigkeit ist die neue Idee des Guten. Und die Menschen, die Nachhaltigkeit verstanden haben, sind die neuen Philosophen, die neuen Experten, die die anderen belehren dürfen. Und ich glaube, dass wir zu Nachhaltigkeit nicht kommen, indem wir die Kultur reproduzieren, die zu der Nicht-Nachhaltigkeit geführt hat. Nachhaltigkeit braucht ein anderes Weltbild, Naturbild und Menschenbild. Also es steckt sehr viel Nachhaltigkeit auch in den Traditionen und nicht nur in dem Neuen. Wie Michael gesagt hat, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Meine Großeltern waren Bauer. Wir haben uns zum großen Teil aus einer Subsistenzwirtschaft ernährt. Meine Großeltern haben nicht studiert, aber für sie war eine Landwirtschaft ohne Chemie, ohne Pestizide das Normalste überhaupt. Wenn wir an Nachhaltigkeit denken, dann denken wir an Miteinander teilen, das ist die Zukunft. Oder wir denken an Reparieren statt Wegwerfen. Und ich habe alle diese Dinge als Normalität schon in meiner Kindheit erlebt auf dem Land. Das heißt, es gibt auch Traditionen, die viel nachhaltiger sind als die Innovation. So, Probleme können niemals mit derselben Denkweise gelöst werden, wie sie verursacht haben. Da ist ein Fehler. Also wir brauchen eine neue Denkweise für die Nachhaltigkeit, zum Beispiel ein Beziehungsdenken anstelle eines Separationsdenken. Wir brauchen Menschlichkeit, ein Bewusstsein für unsere kognitive und physische Grenzen. Der Mensch ist ein begrenztes Wesen und kein Mensch kann die Wahrheit in der Tasche haben, so wie es Platon dachte. Das heißt, als Menschen sind wir auf Dialog und auf Kooperation angewiesen, um unsere individuellen Grenzen zu überwinden. Anstelle einer Orientierung an Vernunft, an Denkmodelle und an der Maschine
brauchen wir eine Orientierung an der Lebendigkeit. Das heißt, wir sollten unserer inneren Natur mehr vertrauen. Ich verbinde Nachhaltigkeit nicht mit einer Unterdrückung der Lebendigkeit, sondern mit einer Emanzipation der inneren Lebendigkeit. Der Fortschritt, wissenschaftlicher Fortschritt, ist auch Ausdruck einer Angst vor dem Tod. Also der westliche Mensch kann sich nicht mehr mit dem Kreislauf abfinden. Deswegen braucht er die Innovation, die Medizin, alle diese Dinge, um dem Kreislauf zu entziehen, zu entkommen, was auch den Tod beinhaltet. Das heißt, gut leben braucht auch einen anderen Umgang mit dem mit der Frage des Todes. Wer sterben lernt, lernt auch gut zu leben. Das sage ich nicht, Dieter, das sagen einige Philosophen. Der Name fällt mir im Moment nicht auf. Und dann ist Nachhaltigkeit nicht eine Monokultur, ist nicht eine Orientierung an eine universelle Idee oder an einem universalisierten Wirtschaftsmodell, sondern Nachhaltigkeit ist vor allem kulturelle Vielfalt. Und dieses Prinzip wird auch von der UNESCO anerkannt in ihrer allgemeinen Erklärung für kulturelle Vielfalt von 2001. Kulturelle Vielfalt ist für die Resilienz, für die Widerstandsfähigkeit einer Gesellschaft so wichtig, wie es die Biodiversität für die Resilienz, Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen ist. Monokulturen tendieren nicht nur ökologisch, sondern auch geistige Monokulturen sind anfällig für Krisen. So, gesellschaftliche Entwicklung ist die Materialisierung einer Kultur. Das merken wir zum Beispiel bei Städtebau. Welche Kultur materialisiert sich in diesem Städtebau? Es ist eine funktionalisierte Architektur, eine standardisierte Architektur, die sich in alle Innenstädte weltweit reproduziert. Das heißt, die Innenstädte weltweit sind immer mehr austauschbarer. Es ist eine Monokultur, die sich materialisiert. In allen Innenstädten gibt es die gleiche Anderskettung, internationale Anderskette, die wir finden. Das heißt, diese Standardisierung führt auch zu standardisierten Konsumenten. Diese Form von Entwicklung orientiert sich an dem Bild der Stadt als Megamaschine. Die Ökonomie steht über alles. Oft werden Peripherien aufgewertet, indem dort Einkaufszentren gebaut werden oder Luxuswohnungen. Das heißt, die Peripherien werden nach dem Vorbild der Innenstädte aufgewertet. Und das ist eine Form von Aufwertung, die oft auch zu Segregation führt. Die Rentabilität, das Profit, die ökonomischen Indikatoren spielen eine wichtige Rolle als Bedürfnisse vor Ort. Es ist eine Entwicklung von oben nach unten, von den Stadtplanern, die Philosophen von heute, nach unten zu der Bevölkerung, zentralistisch. Und hier sehen wir, dass der Raum fast komplett rationalisiert wird. Es gibt keinen Platz, also diese Form von Stadtentwicklung lässt keinen Platz für die ökologische Wildnis, aber auch keinen Platz für die kulturelle Wildnis. Wenn wir uns die urbanen Räume anschauen, dann dominieren zwei Formen von Raum und von Verwaltung. Einerseits haben wir Privaträume, kommerzielle Räume, also Privateigentum, und andererseits haben wir öffentliche Räume. Privaträume, kommerzielle Räume zeichnen sich durch die Unfähigkeit, miteinander zu teilen. Das ist das Private. Öffentliche Räume, wir denken immer, dass öffentliche Räume den Bürgerinnen und Bürgern selbst gehören. Aber vielleicht hat jemand von euch schon versucht, die eigene Straße zu verschönern.
mit der Nachbarschaft. Das Ergebnis ist, dass das Ordnungsamt und Verkehrsamt kommt und die schöne Initiative mit Bußgelder droht. Das heißt, öffentliche Räume gehören dem Staat und nicht dem Bürger. So, und beide Formen von Verwaltung von Raum sind Ausdruck eines Misstrauens in die innere Natur des Menschen. Sowohl das Privatkommerzielle, die Menschen können nicht miteinander teilen, als auch der Staat, der Leviathan, der die eigenen Bürger unter Kontrolle halten muss. Und ich glaube, dass wir für die Transformation ein positives Menschenbild brauchen. Das heißt, ein Mensch, der miteinander kooperieren kann, ein Mensch, der Regeln des Zusammenlebens miteinander verhandeln kann. Warum sollten wir eine Sprache haben, eine gemeinsame Kultur, wenn wir zum Wettbewerb verdammt sind oder wenn wir den Staat brauchen und Gesetze, um uns gepflegt zu verhalten. So an diesem positiven Menschenbild orientiert sich Elinor Ostrom. Elinor Ostrom hat gesagt, dass wir eine dritte Form von Räumen brauchen, von Güter brauchen, nämlich Gemeingüter. Und Gemeingüter sind Ausdruck der Fähigkeit der Menschen, miteinander zu kooperieren und Regeln des Zusammenlebens und auch der Verwaltung miteinander zu vereinbaren. Ausdruck von Räume als Gemeingut sind zum Beispiel Urban Gardening Projekte, Urban Gardening Flächen, Gemeinschaftsgärten, sind weder privat noch gehören sie dem Staat, sondern sie werden von einem von Kollektiven, von Gemeinschaften als Kollektivgut verwalten. Und ich glaube, dass wir für die Transformation solche Räume brauchen in jeder Nachbarschaft, in jedem Quartier. Das ist meine Idee. So, Räume als Gemeingut, denken wir an die Clubkultur in den Städten. Alte Fabriken, die besetzt worden sind und von Kollektiven eingerichtet worden sind und zu Räumen der Kultur gemacht worden sind. Also die Clubkultur ist Ausdruck einer kulturellen Vielfalt statt einer Monokultur. Und nicht zufällig werden diese Räume abgerissen in Berlin wie in Köln, um Platz zu machen für Investoren. Ich glaube, dass wir mehr solche Räume bräuchten für die Transformation, nicht weniger. Diese Räume zeigen auch, dass die Menschen sich viel stärker mit dem Selbstgemachten, mit dem Selbsteingerichteten, mit dem Selbstverwalteten identifizieren können. Warum gehen junge Menschen in verstaubte Räume, wenn die Städte sterile Räume einrichten durch die besten Architekten, weil sie selbstgemacht sind und das schafft eine stärkere emotionale Identifikation. Und diese emotionale Identifikation mit dem Selbstgemachten ist auch eine wichtige Voraussetzung, um zu partizipieren und Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, dass wir Quartiere, Straßen und Städten zu einem Gemeingut machen sollten, durch Empowerment, durch Selbstermächtigung. Wir brauchen Städte, wir brauchen neue Allianzen, um unsere Quartiere, um unsere Städte ein Stück weit zum Gemeingut zu machen und als solches zu verwalten. So, das war der erste Teil. Ich habe schon lange gesprochen. Gibt es Fragen? War alles verständlich, was ich bisher gesagt habe? Also bis hier gibt es keine Sprache, keine Fragen, weder auf YouTube noch hier im Chat. Genau, wir können mal kurz abwarten, ob noch Fragen kommen. Kannst du noch mal oder sie? Naja. Super, ja. Ja, kannst du die dritte Voraussetzung wiederholen? Weil, also ich habe Kooperation der NutzerInnen und Möglichkeit der Selbstverwaltung. Also, okay. Aber das dritte habe ich nicht mehr mitbekommen. Alles klar. Moment.
Also die erste Voraussetzung für Gemeingüter ist, dass wir die Nutzer und Nutzerinnen des Gemeinguts dazu bringen, miteinander zu kooperieren. Also Gemeingüter gibt es dort, wo eine Gemeinschaft der Nutzer entsteht und sich diese Gemeinschaft auch gemeinsame Regeln gibt. Die zweite Möglichkeit ist, dass diese Gemeinschaft sich auch selbst verwalten kann, darf. Das heißt, es gibt keine Institutionen, übergeordnete Institutionen, die die Entscheidung treffen, sondern die Gemeinschaft trifft die Entscheidung für sich über das Gut. Und die dritte Voraussetzung ist, dass dieses Prinzip nur dort realisierbar ist, wo die Gemeinschaft überschaubar ist. Das heißt, Menschen können dort kooperieren, wo Vertrauen entstehen kann. Und Vertrauen kann am besten dort entstehen, wo man sich persönlich kennt. Und sobald die Gruppe zu groß wird, entsteht eine Anonymität, entsteht Misstrauen. Also dieses Prinzip der Gemeingüter braucht eine Dezentralisierung der Entwicklung, kann nicht auf globaler Ebene klappen. Ja. Das ist so. Also wir müssen die Entwicklung nach dem menschlichen Maß gestalten. Und das bedeutet auch, dass der Mensch eine begrenzte Fähigkeit hat, mit Komplexität umzugehen. Und wir müssen diese Komplexität reduzieren. Das heißt, mit der Transformation sollten wir im Lokalen beginnen. Weil lokal bedeutet auch eine überschaubare Komplexität, die uns handlungsfähig macht, anstatt zu blockieren. Ja, okay. Danke. Bitte. Weitere Fragen? Also wenn keine Frage noch kommt. Ah, von Justus kamen jetzt noch Fragen. Also inwiefern findest du, kann Empowerment funktionieren, zum Beispiel bei Mitgestaltung gemeinsam genutzten Straßenraums? Er schreibt noch dazu, weniger Autos, mehr Freiraum etc., solange die vorherrschende Kultur gerade hier in Deutschland so autozentriert, individuumszentriert ist. Welche Impulse von welchen Akteuren, AkteurInnen sind hier nötig? Also die Kultur der autogerechten Stadt, die autogerechte Kultur ist in Deutschland sehr stark verwurzelt, hat auch mit einer starken Lobby zu tun. Diese Kultur dominiert auch mit in den Verwaltungen. Also warum ein Tag des guten Lebens? Weil die Verwaltung in Deutschland keine zwei Tage des guten Lebens zulassen. Dresden wollte in diesem Jahr die Woche des guten Lebens realisieren. Das heißt, ein ganzes Quartier autofrei. Und diese Woche des guten Lebens von Montag bis Sonntag autofrei. Was passiert dann? Muss abgesagt werden, weil die Verwaltung sich dazwischen gestellt hat. Wie können wir diese Blockaden überwinden, verflüssigen? Die Ideen können war, dass wir Spielwiesen brauchen. Spielwiesen bedeutet, wir müssen mit den Alternativen erstmal spielen, weil das, was gesehen wird, was erlebt wird, was mitgestaltet wird, eine stärkere Überzeugungskraft hat, als das darüber reden. Und meine Erfahrung ist, ich habe den Tag des guten Lebens vor der Verwaltung, vor der Politik in Köln mit einer PowerPoint-Präsentation vorgestellt. Und da gab es eine starke Skepsis. Und als wir das geschafft haben, den ersten Tag realisieren in einem Quartier und die Verwaltung und die Politik gesehen hat, dass die Menschen diesen Tag genossen haben und kein Aufstand von Autofahrern gab, plötzlich wollte die Politik und die Verwaltung das in jedem Bezirk haben. Also wir brauchen Spielwiesen, auch nur von einem Tag, auch nur in einem begrenzten Ort, um die Alternativen zu zeigen, zu erleben, mitzugestalten, um die Köpfe zu bewegen. Das ist so die Strategie, der ich gefolgt bin. Okay, vielen Dank. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Also von mir aus können wir gerne mit dem Part 2 weitermachen. Okay, gut. Ich mache mit dem Part 2. Also die empirische Erfassung. Also es gibt Studien über das Wohlbefinden der Menschen, über
Glück. Die erste wichtige bekannte Studie ist von Richard Esterlin im Jahr 1974. Hat der Soziologe, ein US-Soziologe, in verschiedenen Ländern Befragungen durchgeführt, um zu erfahren, in welchem Verhältnis Einkommen und Wohlbefinden miteinander stehen. Und die Ergebnisse dieser Studie sind in dieser Grafik dargestellt. Also die vertikale Achse ist das Glückempfinden der Menschen, also 8 ist am höchsten, 3 ist am niedrigsten. Und die horizontale Achse, das ist das Einkommen der Menschen. Und wir sehen, dass diese zwei Variablen in engen Beziehungen miteinander stehen, bis zu der Grenze von $15.000. Und dann, selbst wenn das Einkommen zunimmt, nimmt das Wohlbefinden der Menschen nicht entsprechend zu. Das ist das erste im Paradox, dass ein steigendes Einkommen nicht automatisch zu mehr Glück bringt. Also Wirtschaftswachstum führt nicht automatisch zu einem höheren Wohlbefinden bei den Menschen. So, heute werden, ich glaube, jedes Jahr oder alle 2 Jahre Studien auch von der UNO durchgeführt über das Wohlbefinden in verschiedenen Ländern. Wenn Wirtschaftswachstum, das Bruttoinlandprodukt gleichzusetzen wäre mit dem Wohlbefinden, dann stünden die USA an erster Stelle. Und wir sehen, dass es nicht der Fall ist, sondern es sind andere Länder, nämlich die skandinavischen Länder, stehen ganz oben. Womit hat das zu tun? Es gibt Faktoren, die besonders wichtig für das Wohlbefinden sind. Und das Bruttoinlandprodukt ist nur ein Faktor davon. Noch wichtiger als das Einkommen und das Wirtschaftswachstum ist die soziale Grundsicherung, die in skandinavischen Ländern relativ stark ist. Das heißt, soziale Grundsicherung ist wichtig, weil sie dazu führt, dass Menschen keine Angst haben müssen vor dem sozialen Abstieg. Soziale Grundsicherung macht Menschen auch beweglicher und freier. Natürlich ist es so, dass Menschen sich dort wohlfühlen, wo sie die eigenen Grundbedürfnisse befriedigen können. Das ist so eine wichtige Voraussetzung. Deswegen Bruttoinlandprodukt pro Kopf. In armen Ländern können die Menschen ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen. Deswegen können sie auch nicht glücklich sein. Wichtiger Faktor ist noch die Erwartung nach einem gesunden Leben. Dann die Freiheit. Die skandinavischen Länder sind relativ sozial ausgerichtet. Es gibt eine starke Kultur der Gemeinschaft, aber das bedeutet nicht, dass sich das Individuum der Gemeinschaft unterordnen muss, sondern in dieser Kultur hat man die Möglichkeit gefunden, soziale Verantwortung und Freiheit miteinander zu verbinden. Und wir können Beziehung, Gemeinschaft, Solidarität mit Freiheit dort verbinden, wo eine Kultur des Vertrauens herrscht. Also wir wissen, dass in Beziehungen, in private Beziehungen, wo es kein Vertrauen gibt, eine Kontrolle, eine starke Kontrolle ausgeübt wird, weil man immer Angst hat, dass die andere Person fremdgehen konnte. Also wenn man sich nicht vertraut, übt man Kontrolle. Und Vertrauen ist die Voraussetzung, um Solidarität und Freiheit miteinander zu verbinden. Und das haben die Menschen in Skandinavien besser gelernt als andere Menschen. Also Vertrauen bedeutet auch Großzügigkeit, dass man sich gegenseitig auch Dinge gönnt, dass man auch einem Arbeitslosen eine Grundsicherung gönnt, mit dem er gut leben kann. Das passiert in Deutschland nicht mit Hartz IV.
Und für das Wohlbefinden ist auch ein Vertrauen in den Institutionen wichtig, und das bedeutet auch keine Korruption. Es gibt einen weiteren Faktor in diese Studien, die einbezogen wird, nämlich die Sorglosigkeit. Die Tatsache, dass sich die Entwicklung der Gesellschaft von einer Dystopie unterscheidet, also man kann nicht glücklich sein, wenn sich die Erderwärmung oder der Klimawandel verstärkt. So, das war der zweite Teil. Gibt es zu diesem Punkt Fragen oder Anmerkungen? Also was vielleicht sehr wichtig ist für die Bundestagswahl jetzt im September, weil es gibt immer noch Parteien wie die Union oder die FDP, die denken, dass die Freiheit, Kapital zu akkumulieren, Privatkapital zu akkumulieren, Privatvermögen zu akkumulieren, dass diese Freiheit noch wichtiger ist als eine starke soziale Grundsicherung. Und die Studien weltweit zeigen, dass genau das Gegenteil stimmt. Also die Menschen in Skandinavien sind bereit, auf die Freiheit zu verzichten, um begrenzt Kapital zu akkumulieren, um eine soziale Grundsicherung zu ermöglichen. Soziale Grundsicherung kann es nur dort geben, wo die Menschen lernen, miteinander zu teilen und auch gerecht zu umverteilen. Das ist die Strategie, die wir auch für die Nachhaltigkeit brauchen. So, das ist der zweite Teil. Ein bisschen kürzer als der erste. Mhm. Also es gab nochmal ein Dankeschön aus dem Chat bei YouTube von Justus. Also er sagt, danke, ich halte fest, mit gutem Beispiel vorangehen und viel organisieren. Auf den Tag des guten Lebens nochmal zurückzukommen. Dann gab es eine Frage von Kurt und ich würde Kurt einfach mal aufrufen. Kurt, möchtest du die Frage selbst nochmal stellen? Sonst würde ich sie vorlesen. Na gut, dann sage ich kurz was. Das ist eigentlich mehr ein Wunsch, dass die Veranstaltung, die wir jetzt haben, zum Beispiel dringend ins Rathaus gehört. Weil all diese Dinge, die wir jetzt bis hierher gehört haben, wir seit Jahren hier zu vertreten versuchen und wo wir hinkommen, auf taube Ohren stoßen. Beziehungsweise nicht taube Ohren, das wäre ja schön, wenn es wenigstens das noch wäre. Zum Teil massive Gegenwehr und Ablehnung. Vor allem innerhalb der Politik und Verwaltung. Und deswegen würde ich mir sehr wünschen, die Uni auf unsere Fragen hat bisher gesagt, sie fühlen sich dafür nicht zuständig. Was begrenzt rein verwaltungstechnisch stimmen mag, aber gesellschaftlich natürlich eine katastrophale Aussage ist. Deswegen mein Aufruf, das schnellstens auch in die Stadt zu tragen und nicht nur hier innerhalb unserer Blase zu hören. Davide, möchtest du darauf eingehen oder sollen wir weitermachen? Das war keine Frage. Vielleicht ist es, wenn eine andere Frage gibt, gerne. Ja. Sonst mache also ich es weiter. Gab noch von Herrn Oehme eine Anmerkung. Das sind ja alles sehr reiche Länder. Wo ist Uruguay? Und ich habe Uruguay schon gefunden auf der Karte, der letzten Folie. Uruguay war oben links. Also wenn du, Davide, wenn du eine Folie zurückgehst, glaube ich, da müsste es oben links, ja, also mit einem niedrigen... Also man kann auch glücklicher mit weniger sein. Das können wir auch von anderen Kulturen lernen. Dort, wo die Menschen mehr miteinander teilen, also... Meine Großeltern in Italien auf dem Land hatten nicht viel Geld, aber sie haben sehr viel miteinander geteilt, nicht nur in der Verwandtschaft, sondern auch in der Nachbarschaft. Das heißt, wir können die Lebensstile dematerialisieren. Wir können mit weniger auch gut leben. Okay, vielen Dank. Ich glaube, damit ist die Frage auch beantwortet und damit haben wir keine weiteren Fragen zu dem Blog. Also von mir aus, wie gesagt, können wir weitermachen. Okay, also relativ schnell zum Thema Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit. Ich definiere Nachhaltigkeit in zwei Art und Weisen, die komplementär sind. Also die erste Definition, Nachhaltigkeit stellt die Frage des Umgangs mit Krisen, die unsere Existenz gefährden. Nachhaltigkeit ist aus dieser Perspektive eine Notwendigkeit. Wir haben nicht nur mit einer Klimakrise zu tun oder mit einem Schwund der Biodiversität, sondern mit einer multiplen Krise.
die Corona-Krise ist ein Ausdruck davon. Sie könnte zu einer Staatsverschuldungskrise führen. Wir haben mit internationalen Polarisierungen zu tun. Und alle diese Krisen ernähren sich gegenseitig. Die Frage ist, wie gesagt, wie können wir unsere Gesellschaft, unsere Städte, unsere Quartiere krisenresistenter, widerstandsfähiger, anpassungsfähiger machen? Bei dieser Definition ist Nachhaltigkeit ein Synonym von Resilienz. So, die zweite Definition ist, Nachhaltigkeit stellt die Frage des guten Lebens. Aus dieser Perspektive ist Nachhaltigkeit nicht eine Notwendigkeit, aber eine Chance. Aber eine zentrale Frage ist dabei, wie können wir Wohlstand, wie können wir das gute Leben so gestalten, dass das Leben nicht auf Kosten anderen geht. Künftige Generationen inbegriffen. Das heißt, der Begriff der Gerechtigkeit ist bei dieser Definition von Nachhaltigkeit zentral. So, ich habe das bereits gesagt, in dem dominanten Entwicklungsmodell wird Wohlstand mit Wirtschaftswachstum, mit Massenkonsum gleichgesetzt. Das heißt, man geht davon aus, dass wenn das Bruttoinlandprodukt nach oben geht, dass es in einer Gesellschaft allen Menschen besser geht. Nachhaltigkeit definiert Wohlstand multidimensional. Und nicht monodimensional, nur auf Ökonomie, auf Wirtschaft zentriert. Das heißt, ein Leben ist gut, ein Leben ist nachhaltig, wenn sie ökologische, ökonomische, soziale und kulturelle Belange miteinander verbindet. Also es geht um ein multidimensionales Verständnis von Entwicklung anstelle eines monodimensionales. So, gutes Leben bedeutet weniger ist mehr. Wolfgang Sachs, einer der wichtigsten Wissenschaftler in den 90er Jahren aus dem Wuppertal-Institut, hat die Suffizienz, das gute Leben mit vier Begriffen zusammengesetzt. Vier Begriffe, die mit E beginnen. Für das gute Leben brauchen wir Entschleunigung statt Beschleunigung. Das heißt, ein Zeitwohlstand. Für das gute Leben brauchen wir Entflechtung, Regionalisierung, Raumwohlstand, freie Räume auch für Alternativen, zum Beispiel statt Zentralisierung und Globalisierung. Wir brauchen Entrümpelung statt Massenkonsum. Wir brauchen Entkommerzialisierung statt Kommerzialisierung. Zusammengefasst, gutes Leben bedeutet langsamer, näher, weniger persönlicher, statt schneller, globaler, mehr und kommerzieller. So, meine Prinzipien des guten Lebens konnten so zusammengefasst werden. Gutes Leben ist weniger statt mehr. Warum müssen wir immer weiter wachsen, wenn man auch miteinander teilen kann oder gerecht umverteilen kann? Das zweite Prinzip ist, es kann kein gutes Leben auf Kosten anderer geben. Was wir Wohlstand nennen, entspricht die Perspektive der Wohlstandsinsel, der Mittelschicht, der oberen Schichten. Es ist die Perspektive, die auch in den Massenmedien dominiert. Und dieser Wohlstand ist ein Wohlstand auf Kosten anderer, weil wir Ressourcen, Profite internalisieren, also von der Umwelt, von der unteren Schicht nach oben, und gleichzeitig die Kosten dieser Entwicklung externalisieren. Das heißt, die Auswirkungen des Klimawandels werden in ärmeren Ländern am stärksten erlebt. In den unteren Schichten, die sich keine Klimaanlage leisten können, da werden die Kosten unseres Wohlstands erlebt und nicht auf den Wohlstandsinsel. Also die Logik dieses Wohlstands, die Logik der heute dominanten Entwicklung, basiert auf einer Internalisierung der Positivitäten
und eine Externalisierung der Kosten der Negativität. Und diese Logik wird durch Strukturen der sozialen Ungleichheit ermöglicht. Nicht nur eine Ungleichheit in der Verteilung von Reichtum, sondern auch eine Ungleichheit in der Verteilung von Macht. So, das gute Leben kann nicht fremdbestimmt sein. Gutes Leben bedeutet mitgestalten statt konsumieren. Wenn Verwaltungen Bürgerbeteiligung vorschreiben, dann meinen sie nicht das, was wir sonst für die Transformation brauchen. Die Verwaltungen verstehen unter Bürgerbeteiligung die Information oder die Konsultation der Bürgerinnen und Bürger. Und wir brauchen für die Transformation Bürgermacht. Das ist etwas anderes. Also wenn wir Partizipation hören, dann meinen wir damit nicht immer das Gleiche. Und Bürgermacht bedeutet auch, dass woanders, auch in den Institutionen, Macht abgegeben werden muss. So, noch weiter. Das gute Leben ist kein Zustand, sondern das gute Leben wird ständig verändert werden. Das habe ich auch am Tag des guten Lebens erlebt. Schon in einer Straße gibt es verschiedene Verständnisse von gutem Leben. Manche wollen lieber Auto fahren auf der Straße, Kinder wollen auf der Straße lieber spielen, junge Menschen wollen auf der Straße tanzen und Party machen und ältere Menschen wollen am Tag des guten Lebens Ruhe haben. Der Tag des guten Lebens ist ist nicht das Ziel, sondern der Weg zum Tag des guten Lebens ist das Ziel, weil schon ein Jahr im Voraus wir die Nachbarschaften zu einem Treffen einladen und dazu bringen, ein gemeinsames Konzept von gutem Leben, von Zusammenleben zu entwickeln, das am Tag des guten Lebens umgesetzt werden soll. Das heißt, was das gute Leben ist, entscheidet nicht jeder für sich, sondern das gute Leben möchte in Form von Zusammenleben verändert werden. Verändern bedeutet demokratisch und möglichst inklusiv. Wie wäre es, wenn Kinder, Autofahrer, ältere Leute und so weiter zusammen an einem Tisch sitzen dürften und auf Augenhöhe, und diese Augenhöhe ist sehr wichtig, gemeinsam bestimmen würden, wie die Straße genutzt werden darf. Das ist etwas, was wir mit dem Tag des guten Lebens gemacht haben. Genau diesen Prozess der Verhandeln von gutem Leben bis zur gemeinsamen Verwirklichung. Und was das gute Leben ist, das muss nicht unbedingt erfunden werden. Wir können auch von anderen Kulturen und Subkulturen lernen. Das heißt, das gute Leben wird in den Städten zum Beispiel oder auch auf dem Land schon vorgelebt und gelebt. Ich habe schon das Beispiel von Gemeinschaftsprojekten gemacht. Auf dem Land gibt es auch eine Biolandwirtschaft. Also wir können auch von den Nischen lernen, wie wir uns als Gesellschaft besser entwickeln können. Die Energiewende, worüber jetzt die Regierung abgestimmt hat, die Energiewende ist in den Nischen vorbereitet worden, schon in den 70er Jahren und vorgelebt worden. Und da sehen wir, wie wichtig sind diese Freiräume, diese Nischen für die Subkulturen, um die Zukunft der Gesellschaft vorzubereiten. Also wir können auch von anderen Ländern und anderen Völkern lernen, was wir das gute Leben nennen, wird in Lateinamerika von indigenen Völkern im Tropenwald seit Jahrhunderten gelebt. Das ist das Buen Vivir. Diese Völker im Tropenwald finden wichtiger im Gleichgewicht mit der inneren und äußeren Natur zu leben, als ständig zu wachsen. Sie finden Solidarität wichtiger als Wettbewerb. Wir können aber auch von Städten wie Kopenhagen lernen, wie eine menschengerechte Stadt aussehen kann anstelle eine autogerechte Stadt.
Und ich habe das schon gesagt bei meiner Antwort auf eine Frage. Es gibt viele Blockaden für das gute Leben in den Köpfen, in den Verwaltungen und so weiter. Und eine gute Möglichkeit, diese Blockade zu überwinden, ist Spielwiesen, Reallabore, Realexperimente in kleinen, in zeitbegrenzten Räumen, wo das gute Leben, die Alternative sichtbar werden, weil was erlebt wird, was mitgestaltet wird, was gesehen wird, hat eine stärkere Überzeugungskraft, als das darüber reden. Und das ist das Beispiel Tag des guten Lebens. Gibt es Fragen oder Anmerkungen dazu? Ja, es gab zwei Fragen von Emilia. Ich weiß nicht, willst du selbst vorlesen oder soll ich vorlesen? Also, der ist in den Chat geschrieben. Ja, also mich hat eigentlich so interessiert, seit wann es dieses Konzept so explizit als Theorie schon gibt. Also klar, es ist kein neues Konzept, quasi das gute Leben. Aber ja, seit wann ist das quasi explizit ausformuliert worden? Also in der Philosophie haben sich schon Aristoteles und Platon mit dem guten Leben beschäftigt. Also die Philosophen waren auch diejenigen, die von materiellen Bedürfnissen befreit waren, von Materialität. Das heißt, da finden wir schon ein Konzept von gutem Leben, dass Menschen gut leben, wenn sie sich von der Materialität befreien. Von der Abhängigkeit vom Profit, von der Abhängigkeit vom Last der Güter. So, das waren erste Konzepte, die schon in der altgriechischen Philosophie entstanden sind. Das heißt, der Diskurs war immer da. Und jetzt in Bezug auf Nachhaltigkeit, ich glaube, in den letzten 10 Jahren gab es so einen Turn in der Debatte in Richtung gutes Leben, weil gutes Leben ein Dachbegriff für alternative Wohlstandsmodelle ist. Wohlstandsmodelle jenseits von Wirtschaftswachstum und Massenkonsum. Ja, vielen Dank. Gerne. Okay, vielen Dank. Da gab es nochmal eine Frage von Kurt. Möchtest du die nochmal selbst vorlesen? Okay, kann ich tun. Also, welche Rolle könnten generational weitervererbte Kriegs- und Nachkriegstraumata, zum Beispiel in Hildesheim, spielen dafür, dass die hiesige Gesellschaft so an nicht nachhaltigen Lebensgewohnheiten festhält? Könnte da ein Teillösungsansatz bezüglich des derzeitigen gesellschaftlichen Stillstands liegen? Ich habe den Anfang der Frage nicht verstanden. Was nicht verstanden? Den Anfang. Es geht um Kriegs- und Nachkriegstraumata, die über Generationen zum Teil weitergegeben werden. Und Hildesheim ist eine sehr stark betroffene Stadt und allerdings auch sehr strukturkonservativ. Ob da welche Zusammenhänge mit der Weigerung oder der Verweigerung gegenüber neue Konzepte liegt? Ja, ich glaube, die Klimakrise, die Krise der Demokratie, alle diese Krisen, die Wirtschaftskrise sind Ausdruck einer Krise des Vertrauens. Eine tiefe Krise des Vertrauens in unserer Gesellschaft, die auch durch die Anonymität der Globalisierung entstanden ist. Und meiner Meinung nach, wenn wir mit Konzepten für die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit überlegen wollen, dann sollten wir uns die Frage stellen, welche sind die Bedingungen, in denen Vertrauen entsteht oder Vertrauen zerstört werden kann. Und ich glaube, dass eine wichtige Bedingung ist, dass die persönliche Kommunikation in real physische Räume, wenn Menschen sich begegnen können, da gibt es mehr Möglichkeiten, dass Vertrauen entstehen kann, als dort, wo Menschen sich nicht begegnen. Das merken wir zum Beispiel in Ostdeutschland, dass die AfD ausgerechnet in Gebieten die meisten Stimmen bekommt, wo es am wenigsten Migranten gibt, wenn man einfach mit den Migranten nicht persönlich interagiert. Und da ist ausgerechnet dort das Misstrauen gegenüber den Migranten auch am höchsten.
In Großstädten wie Köln, Berlin sind die Alternativen nicht weit weg, sondern die Alternativen werden manchmal schon in der Nachbarschaft gestartet, weil sich diese Städte hier und auch durch eine gewisse kulturelle Vielfalt auszeichnet und man auch mit den Alternativen stärker interagiert. Deswegen ist dann, also es gibt immer eine Angst vor dem Fremden und die Frage ist immer, wie können wir diese Angst überwinden, indem wir mit dem Fremden spielen und ab und zu interagieren. Auf jeden Fall Vertrauen und Misstrauen, Verletzungen, das spielt eine wichtige Rolle. Und wo die Verletzungen tiefer sind und auch von Generation übertragen werden, tendieren die Menschen dazu, an Ordnungen fester zu halten, als dort, wo Menschen sich vertrauen. Das heißt, Vertrauen, eine Kultur des Vertrauens macht Menschen auch beweglicher als eine Kultur des Misstrauens und der Angst. Der Umgang mit Alternativen hat sehr viel mit dem Umgang mit dem Fremden zu tun. Also wir haben mit ähnlichen psychologischen Mechanismen zu tun. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, ich habe es versucht. Ja, sehr gute Antwort. Das war die Richtung, die ich gesucht habe. Herzlichen Dank. Ja, gern. Und ich glaube, viele Menschen haben auch verlernt, miteinander zu kooperieren in unserer Gesellschaft. Und das müsste wieder gelernt werden. Also ich denke, in den 70er Jahren, was politisches Engagement, Gemeinschaft, Kooperation, miteinander reden, ich glaube, dass wir damals weiter waren als heute mit den Social Media teilweise. Also dass diese Social Media etwas kompensieren, was in der Realität sein sollte und nicht im virtuellen Raum. Also wir brauchen eine physische Agora und nicht nur eine virtuelle. Okay, vielen Dank. Das war jetzt wieder sehr spannend. Ich hätte noch eine Frage zu den Reallaboren, aber das können wir auch gerne im Anschluss machen. Wir haben ja noch einen Block vor uns. Also das mache ich relativ schnell. Also meine Idee ist, dass wir mit der Transformation im Lokalen beginnen sollten. Wir brauchen Allianzen für die Transformation, Bündnisse, um eine Augenhöhe mit den Institutionen zu haben. Also ich habe den Tag des guten Lebens in Köln 2011 vor der Politik vorgestellt. Ich fühle, dass Bürger alleine nicht ernst genommen. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe eine Bewegung hinter diese Idee aufgebaut. Das heißt, ich habe das Konzept an Theater, Schulen, Unternehmen, Umweltinitiativen geschickt. Wenn ihr die Idee gut findet, bitte unterschreiben. Und dann waren plötzlich 60, 70 Organisationen aus den verschiedenen Bereichen, die ein Bündnis gebildet haben. Das Bündnis heißt Agora Köln. Und dass ich dann zu Politik und Verwaltung gegangen bin mit diesem Bündnis hinter dem Rücken, konnte ich mit der Verwaltung und mit der Politik auf Augenhöhe sprechen, so dass sich diese Idee irgendwann durchgesetzt hat. Also wenn wir die Rahmenbedingungen ändern wollen, dann brauchen wir neue Allianzen und Bündnisse. Und wir sollten nicht nur die Lösungen von oben erwarten, sondern uns selbst dazu ermächtigen. Und ich habe in dieser Grafik gezeigt, welche Akteure für mich zu lokalen Bündnissen gehören, die Räume zurückerobern und dort mit der Transformation beginnen, nämlich die Nachbarschaften und die Bewohnerschaft. Jedes Quartier, jede Stadt hat eine eigene Art. Und wenn wir die Transformation gestalten wollen, dann müssen wir erstmal wissen, was diese Eigenart ist, also wie die Verhältnisse vor Ort sind, wie die Beziehungen vor Ort sind, welche Sehnsüchte, welche Bedürfnisse gibt es, welche Konflikte und so weiter. Das heißt, die Transformation beginnt bei mir immer mit einer Exploration der Quartiere, mit ganz vielen Gesprächen mit der Nachbarschaft, mit der Bewohnerschaft, weil sie ein Wissen
haben, das ich nicht habe. Die Transformation muss der Eigenart, der lokalen Eigenart gerecht werden, anders als die Modernisierung, die über diese Eigenart, über die lokale Bedingung hinweg schaut und das Lokale immer standardisiert nach einem vorgegebenen Modell. Die Herangehensweise der Transformation zur Nachhaltigkeit sollte für mich nicht mit der Planung beginnen, sondern mit einer Auseinandersetzung mit der Eigenart. Wenn wir Partizipation ernst meinen, dann kommt die Definition der Ziele nicht am Anfang der Transformation, sondern am Ende. Und die Nachbarschaften sollten beteiligt werden. Sie wissen oft am besten, was Gemeinwohl vor Ort bedeutet. Dann brauchen wir in dem Bündnis auch die fachkompetente Zivilgesellschaft, das heißt die Umweltbewegung, das lokale Gewerbe, das Soziale und die Kultur, weil die Nachbarschaften nicht wissen, wie ein gutes Leben gestaltet werden kann, das nicht auf Kosten anderer geht. Zum Beispiel der Menschen in Afrika oder in Lateinamerika, die verbluten müssen, um uns die Rohstoffe zur Verfügung zu stellen, die wir für den Massenkonsum brauchen. Also diese Zusammenhänge sind oft in den Quartieren nicht bekannt. Und wir brauchen die fachkompetente Zivilgesellschaft, die auf Augenhöhe mit den Nachbarschaften, mit den Bewohnerschaften gemeinsame Konzepte der Transformation des guten Lebens erarbeitet. Womit ich experimentiere bei dem Tag des guten Lebens ist mit regionalen Wirtschaftskreisläufen. Also wir brauchen für die Nachhaltigkeit mehr Selbstversorgung statt Fremdversorgung. Das heißt, ich arbeite mit Stadt-Land-Partnerschaften. Wie wäre es, wenn sich ein Quartier in Großstädte durch eine Gemeinde, eine ländliche Gemeinde in der Region versorgen lässt und dort eine Stadt-Land-Partnerschaft entsteht? Also solche Partnerschaften brauchen wir. Und der Tag des guten Lebens wäre nie entstanden, wenn die Institutionen, die Verwaltung, die Politik in Köln nicht eine Kooperation mit dem Bündnis eingegangen wäre. Das heißt, für die Transformation brauchen wir Public Citizen Partnerships anstelle von Public-Private Partnerships. Wir brauchen die Verwaltung als Ermöglicher und nicht nur als Ordnungshüter. Und um die Verwaltung dahin zu bringen, brauchen wir starke Bündnisse. So, die Bündnisse sollten aber keine dialogische Veranstaltung bleiben, sondern Bündnisse brauchen auch gemeinsame Spielwiesen, Bündnisse brauchen auch Agoras. Und die Agora ist nicht wie in der altgriechischen Polis der Platz in der Mitte der Stadt, weil dieser Platz in der modernen Stadt von oben nach unten gestaltet wird und die Plätze in den modernen Städten entfalten kaum emotionale Identifikation, sondern wir brauchen Agoras in jedem Quartier, auch ein Gemeinschaftsgarten kann als Agora dienen. Man kann aber auch Räume, Privaträume oder auch Theater und Hochschulen in eine Agora umwandeln, die als Treffpunkt für neue Allianzen und für Bündnisse dient. Also diese zwei Elemente sind für mich fundamental, um mit der Transformation vom Lokalen zum Globalen zu beginnen. So, die Inspiration vom Tag des guten Lebens kam aus einem Projekt im Rahmen der Ruhr 2010, also Kulturhauptstadt, europäische Kulturhauptstadt im Jahr 2010 war das Ruhrgebiet. Und dort ist eine Autobahn, die A40, am 10. Juli 2010, die A40 zwischen Duisburg und Dortmund für den Autoverkehr gesperrt worden und für Besucherinnen und für Besucher freigegeben worden. Und das hat dazu geführt, dass 3 Millionen Menschen auf die Autobahn gegangen sind. Sie haben dort Kultur gemacht, Sport, zusammen gegessen, Musik, Politik und so weiter. Es war ein Riesenerfolg.
Und ich habe mir die Frage gestellt, warum kann man so ein Konzept nicht auf Städte übertragen und dort alle Straßen und Plätze in einem Quartier autofrei machen und in einem Raum für Kultur, Soziales und Politik umwandeln. So, das ist das erste Kriterium für den Tag des guten Lebens. Das zweite wichtige Kriterium ist, am Tag des guten Lebens darf nichts verkauft und nichts gekauft werden. Nur das Miteinander teilen und das Schenken sind erlaubt. Das ist eine wichtige Abgrenzung zu kommerziellen Straßenfesten. Und diese Kriterium hat die Funktion, eine Kultur des Vertrauens in der Nachbarschaft zu fördern, weil dieses Vertrauen die Voraussetzung ist für viele wichtige Dinge, wie das Miteinanderteilen der Bohrmaschine, des Autos für Nachhaltigkeit, aber auch das Miteinanderteilen der Verwaltung, der Verantwortung im Rahmen einer Demokratie und für eine faire Ökonomie, die auch Sozialkapital braucht und nicht nur ökonomisches Kapital. So, und der Pakt des guten Lebens entspricht einem Bild, wenn wir die ganze Stadt für ein ganzes Jahr nicht transformieren und selbst regieren würden, warum beginnen wir nicht mit einem Quartier an einem Tag? Stellen wir uns vor, wir dürften unseren Kids, unser Quartier, für einen Tag selbst regieren und gestalten, was würden wir dann tun? Wir treten in Köln mit dieser Frage eine Nachbarschaft an, also an eine Nachbarschaft heran. Stellt euch vor, ihr dürft für einen Tag den eigenen Quartier selbst regieren, was würdet ihr dann tun? Ihr habt ein Jahr lang Zeit, um das Regierungsprogramm für den Tag des guten Lebens zu bestimmen. Wir geben euch dann die Möglichkeit, dieses Regierungsprogramm selbstgestaltet für einen Tag umzusetzen. Durch ein Bündnis. Das ist die Idee vom Tag des guten Lebens. So, ein Quartier bedeutet 25 bis 35 Straßen, die an diesem Tag autofrei sind und kommerzfrei sind. Also das ist die Größe des Quartiers. Und jedes Jahr findet der Tag des guten Lebens in einem anderen Quartier statt. Und durch diesen Tag des guten Lebens wird eine neue Nachbarschaft aktiviert und zum Teil des Bündnisses gemacht, sodass das Bündnis immer größer wird. Der Tag des guten Lebens findet inzwischen nicht nur in Köln statt, seit 2013, dort das erste Mal, sondern auch in Berlin und in Wuppertal. So, das ist das Bündnis. Alle Logos der Organisationen, die unterschrieben haben, habe ich immer auf das Konzept geklebt. Die Breite des Bündnisses war wichtig, um die Politik zu bewegen, um die Verwaltung zu bewegen, die Buntheit des Bündnisses, die Tatsache, dass nicht nur Umweltinitiativen dazugehörten, sondern auch Kultur, Soziales und so weiter, war wichtig, um eine heterogene Bevölkerung anzusprechen. Das heißt, die Vielfalt lässt sich am besten durch Vielfalt ansprechen und aktivieren. Und das ist sehr wichtig, dass wir die Keimzelle der Transformation vielfältig und bunt besetzen. Weil der Mensch die Tendenz hat, unter sich zu bleiben, gleich und gleich gesetzlich gern. Wenn nur Studierende und Akademiker in der Keimzelle der Transformation sind, dann können Sie andere Akademiker und Studenten erreichen, aber nicht den Rest der Bevölkerung. Der Rest der Bevölkerung sollte auch in der Keimzelle vertreten sein, indem wir die Multiplikatoren gewinnen, die in anderen Communities Vertrauen genießen. So, 2012 haben alle Parteien von links nach rechts den Tag des guten Lebens bewilligt. Und diese breite politische Unterstützung war sehr wichtig, um die Bevölkerung nicht zwischen Autofahrer und Autogegner zu spalten, sondern die Einheit der Nachbarschaft ist sozusagen von der Politik selbst vorgelebt worden. Dann haben wir die Nachbarschaften eingeladen, ein Jahr im Voraus, und dann hatten die Nachbarschaft ein Jahr Zeit,
um die Transformation zu eigen zu machen und die Transformation selbst konzipieren. So, das war das Quartier. Das erste Quartier, wo der Tag des Unternehmens stattgefunden hat, das heißt 22.000 Anwohner und Anwohnerinnen haben die Nachhaltigkeit, das gute Leben, die Transformation als selbstgemachte Transformation erleben dürfen. So, normalerweise sieht das Quartier so aus. Wir sehen, dass die Autos das Stadtbild besetzen. Und das war um 7 Uhr morgens. Alle Anwohner haben die Autos umgeparkt. Wir haben 3000 alternative Parkplätze organisiert, sodass dieser Freiraum für das gute Leben entstehen kann. Und alle Anwohner, Bewohner waren stolz. Sie hatten schon durch den Schritt Auto umparken und stehen lassen gemerkt, wenn jeder den gleichen kleinen Schritt macht, hat die Nachbarschaft gemeinsam das Stadtbild radikal verändert. Also es ist ein Beispiel, würde Josef Beuys sagen, von soziale Plastik. So, und dann haben die Menschen, sie hatten den Freiraum und eine sehr verbreitete Aktion war, auf der Straße ein nachbarschaftliches Wohnzimmer einzurichten mit eigenen Möbeln, weil wo wird Vertrauen in der Familie gepflegt? Das wird im Wohnzimmer, in Räumen als Gemeingut gepflegt. Was wäre die Wohngemeinschaft, was wäre die Familie, wenn es diese Räume als Gemeingut nicht gäbe? Und solche Räume brauchen wir auch in der Stadtplanung, in der Stadtentwicklung. Die Anwohner haben spontan an diesem Tag ausgedruckt, dass es ein starkes Bedürfnis nach Begegnungsräume, Gemeinschaftsräume, unkommerzielle gibt. Wenn solche Räume das ganze Jahr lang gäbe, in jeder Straße, in jeder Nachbarschaft, dann würde sich die Dynamik in der Stadt komplett verändern. So, sind einige Bilder. So, was war die Wirkung von diesem Tag? Man hat erlebt und nicht nur gehört, dass Nachhaltigkeit nicht nur Verzicht bedeutet und Fremdbestimmung, sondern Nachhaltigkeit bedeutet den Zugewinn an Lebensqualität und auch mehr Mitbestimmung, mehr Mitgestaltung. Es würde kollektive Selbstwirksamkeit erfahren. Das heißt, was an einem Tag möglich ist, können wir das ganze Jahr lang immer möglich machen. Das Selbstgemachte erzeugt eine höhere Identifikation mit dem Raum. Es gab kein Unternehmen, es war nicht die Stadt, die den Tag des guten Lebens realisiert hat, sondern alle Menschen in der Straße, in der Nachbarschaft haben kleine und große Aufgaben miteinander geteilt. Und das hat dazu geführt, dass sie sich noch stärker mit diesem Tag und mit den Ergebnissen identifiziert haben. Durch den Tag des guten Lebens ist Sozialkapital entstanden. Das heißt, die Menschen teilen viel mehr miteinander, weil sie sich persönlich kennen. Die Nachbarschaft ist beweglicher, was Probleme angeht. Und die Politik und die Verwaltung hat an diesem Tag erfahren, dass Bürgerinnen und Bürger nicht die Laien sind, sondern oft viel weiter und kompetenter sind als die eigene Verwaltung und als die eigene Politik. Und man darf gerne mehr Verantwortung auf die Bürgerinnen übertragen, dann entsteht nicht mehr Chaos, sondern auch ganz tolle Sachen. So, wer mehr Informationen möchte über das Projekt, über alles, was ich bisher gesagt habe, hier die Links. Und auch ein paar Veröffentlichungen, die man auch auf meiner Website als PDF-Datei findet. Und jetzt bin ich wirklich fertig. Danke. So. Ja, vielen, vielen Dank. Ich versuche das jetzt zu schließen hier. Okay. Okay.
Ja, super, vielen Dank. Also war wirklich ein toller Vortrag. Für mich auch nochmal viel Neues. Ich meine, wir kennen es ja schon aus dem Seminar von vor einem Jahr. Da ist ja nochmal einiges jetzt passiert in diesem Jahr. Und ich habe auch ein paar Fragen. Genau, vielleicht erstmal noch die Frage von Kurt. Welche Geldmittel für diesen Aktionstag erforderlich? Und wenn ja, woher wurden diese erlöst? Ja, beim ersten Tag des Unternehmens hatten wir kaum Geld, weil keine Stiftung daran glauben konnte. Ich glaube, wir haben den Tag mit 35.000 Euro geschafft. Inzwischen geht es um Beträge zwischen 60.000 und 100.000 Euro in Berlin. Das meiste Geld wird gebraucht, um die Quartiere autofrei zu machen, weil es sehr viele Vorschriften und Auflagen gibt der Verwaltung, die das Autofahren schützen. Also es geht auch um Sicherheit, um alle diese Dinge. Tatsache ist, um diese Vorschriften und Auflagen gerecht zu werden, Straßenabsperrungen zu organisieren, es braucht Material für die Parkverbotsschilder, das Material muss gemietet werden, es braucht Sanitärdienst und so weiter. Also die meisten Kosten sind, um den Rahmenbedingungen gerecht zu werden, die heute herrschen. Und das, natürlich muss das Ziel sein, dass diese Rahmenbedingungen geändert werden, sodass die Hürden für die Nachbarschaft und das gute Leben das ganze Jahr lang zu verwirren nicht mehr so hoch sind. Also leichtere Rahmenbedingungen, das wäre wichtiger als eine höhere Forderung. Das geht auch in die Richtung, wir hatten ja auch Nico Pech als Referenten hier eingeladen in der Ringvorlesung und da ging es um die Frage der Transformation, von welcher Seite die Transformation denn passieren muss. Muss sich die Politik verändern und neue Gesetze erlassen oder müssen die Menschen neue Gesetze einfordern? Und Nico Pech hat gesagt dazu, dass die Politik gar nicht den Handlungsspielraum hat, Veränderungen zu machen, wenn die Mehrheit der Bevölkerung dagegen ist. Und mich würde interessieren, wie siehst du das? Also erstmal an Kommunalwahlen bundesweit nehmen inzwischen weniger als 50% der Wahlberechtigten teil. Also die Wahlbeteiligung sinkt, weil das Vertrauen in den Institutionen verloren gegangen sind. Und die Frage ist, von welcher Mehrheit sprechen wir? Und die Leute machen immer wieder die Erfahrung, dass Regierungswechsel nicht gleich politischen Wechsel ist. Das heißt, wenn Parteien an die Regierung gehen, gibt es auf diesem Weg zur Regierung auch eine Form von Assimilation, wo wir am Ende nicht die politische Alternative an der Regierung haben, sondern eine angepasste SPD, angepasste Grünen und so weiter. Das heißt, die Menschen sehen politisch nicht mehr die Wahl. Und meine Meinung ist, dass wir alternative Räume der Politik brauchen, wo andere Mehrheiten auch Politik machen und zum Ausdruck kommen, als die Mehrheiten, die inzwischen in den Regierungen sitzen, weil sie nicht mehr wirklich die Bevölkerung vertreten in ihrer Buntheit. Und das ist der Grund, weswegen ich war schon in Parteien und ich weiß, dass die Logik der Macht oft dort eine größere Rolle spielt als die Notwendigkeit, dass man Dinge ändert. Und ich glaube, wir brauchen Agoras. Wir müssen uns die Agoras selbst machen, wo wir auch lernen, die Politik zu ändern und die Transformation voranzutreiben. Auch die Fridays for Future Bewegung hat gezeigt, dass man Bündnisse braucht, sodass Klimaschutz in den politischen Programmen prioritärer wird, als bisher der Fall war. Ohne wäre das nicht gegangen. Also wir brauchen beides, politische Veränderung und Druck durch die Bürger. Aber nicht nur Druck, ich fände gut, wenn die Fridays for Future Bewegung in den Quartieren mit den Nachbarschaften selbst die Transformation in die Praxis umsetzen würde und nicht nur protestieren würden. Das wäre so gut. Okay, spannend. Ich habe noch mal eine Frage zu den Reallaboren. Und zwar hattest du ja gesprochen über Standardisierung und Transformation, dass man quasi ein Modell nimmt, also das, was heute gemacht wird, dass ein Standardmodell übertragen wird für eine andere Stadt und dadurch die Städte vereinheitlicht werden.
Meine Frage ist jetzt, weil ich in der Richtung gerade forsche, kann man ein, sage ich mal, Rezept für ein Reallabor aufstellen, das übertragbar ist, zum Beispiel von Köln auf Hildesheim oder Hildesheim auf New York oder auf Shanghai zum Beispiel? Gibt es so ein Rezept? Es gibt keinen Königsweg zur Transformation. Das hat einerseits mit der Tatsache zu tun, dass jedes Quartier, jede Stadt eine Eigenart hat. Und wenn man glauben würde, dass es so ein Rezept gibt, dann würden wir automatisch in die Quartiere gehen mit dem Rezept. Und die Menschen hätten das Gefühl, wir wollen sie belehren, weil wir sowieso wissen, wie es zu laufen hat. Und ich habe das schon gesagt, man muss mit dieser Eigenart beginnen. Also ich gehe nicht in die Quartiere und mache den Aufruf zum großen Treffen. Das wäre die falsche Herangehensweise, sondern man muss leise beginnen, ohne das Gefühl zu vermitteln, dass man den Raum besetzen will. Man muss auf Raumöffner auftreten und nicht als Raumbesetzer. Und diesen Auftritt, diesen Habitus, diese Zurückhaltung ist sehr wichtig, um Räume für die anderen zu öffnen. Normalerweise, die meisten Projekte für Transformation beginnen mit einer Idee, mit einem Forderantrag. Aber Forderanträge haben den Nachteil, dass darin schon die Ziele vorbestimmt werden, die Strategie, wie das Geld verteilt wird. Ich habe den Tag des guten Lebens immer ohne Geld begonnen. Das heißt, es ist eine höhere persönliche Investition. Aber ich bin immer in die Transformation gegangen als Bürger, der Bürger anspricht und nicht als Person, die bezahlt wird und deswegen eine Arbeit macht. Also auch der Forderantrag sollte nicht am Anfang kommen, sondern irgendwann partizipativ mit den Betroffenen selbst entwickelt werden. Ich kann sagen, wie man nicht beginnen sollte. Ansonsten kann man sich inspirieren, aber sehr wichtig ist, dass man den Weg nicht immer vorgibt, sondern dass die Leute das Gefühl haben, den Weg mitgestalten und mitbestimmen zu dürfen. Dann können sie sich mit dem Weg auch identifizieren. Okay, dann hast du eben noch eine Folie drin gehabt und du hast gesagt, dass du Private-Public Partnerships ablehnst. Und ich wollte fragen, warum? Das ist das Modell der neoliberalen Globalisierung. Das heißt, die öffentlichen Institutionen haben die Steuer gesenkt. Das heißt, sie haben immer mehr Befugnis auf den Markt übertragen, weil die Steuereinnahmen gesenkt worden sind, haben die Städte zum weniger finanzielle Mittel, um die Stadt selbst zu gestalten. Sie sind auf das Kapital der Privaten angewiesen, um handlungsfähig zu bleiben. Nur die Privaten, die jetzt mehr Geld in der Hand behalten dürfen, weil sie weniger Steuer zahlen, die Privaten wollen auch eine Gegenleistung dafür haben. Und diese Gegenleistung ist Profit. Sie wollen Luxuswohnungen bauen oder Einkaufszentren bauen, weil sich das für die Privaten rentiert. Das heißt, diese Public-Private Partnerships sind nicht gemeinwohlorientiert, sondern sie sind oft privat orientiert und die Institutionen unterordnen sich dort. Und ich glaube, wir brauchen eine Stadtentwicklung, eine Entwicklung, die gemeinwohlorientiert ist und nicht sich an Privatinteressen. Das bedeutet für mich eine Umverteilung. Irgendwo brauchen wir höhere Steuer, sodass die Demokratie wieder handlungsfähiger wird und nicht das Spiel den Markt übersetzt. Okay, jetzt hast du im Vortrag auch angesprochen, dass Städte wie Hamburg oder Berlin oder Köln oder international auch Probleme haben mit der Öffnung des Marktes, des Wohnmarktes und mit Gentrifizierungsprozessen zu kämpfen haben. Was wäre denn in Bezug auf Gentrifizierung deine Lösung oder was würdest du diesen Städten raten? Das Erste ist, wir brauchen eine Regulierung der Finanzmärkte, weil da die Quelle des Problems ist. Der Wohnungsmarkt ist zum Spekulationsobjekt geworden für die Finanzmärkte.
Es lohnt sich nicht mehr, das Geld auf dem Sparkonto zu parken, weil man keine Zinsen bekommt, sondern man investiert in Betongold. So, wenn man die Finanzmärkte und den Immobilienmarkt nicht stärker reguliert, überlässt man diese Märkte den Marktkräften, und freie Märkte bedeutet am Ende das Gesetz des Finanzstärksten. Wer mehr Geld hat, setzt sich auch in den Quartieren durch, macht die eigenen Interessen und vertreibt die finanzschwächere Teile der Bevölkerung. Und da brauchen wir einen Staat, der vermittelt zwischen den Interessen und nicht ein Staat, der die Menschen, den Marktkräften ausliefert. Und ich glaube, es findet im Moment eine soziale Mischung der Quartiere statt. Reichere Menschen sind immer mehr unter sich, ärmere Menschen immer mehr unter sich. Und das führt dazu, dass diese Perspektive auf gesellschaftliche Entwicklung nicht in Dialog miteinander kommen, obwohl sie sehr viel miteinander zu tun haben. Also wir brauchen meiner Meinung nach nicht Sozialwohnungsbau, wo weitere Naturflächen versiegelt werden, sondern wir brauchen eine Umverteilung innerhalb des Wohnungsmarktes. Und das bedeutet für mich im Zweifelsfall auch Enteignung und nicht Versiegelung weiterer Flächen. Nicht mehr bauen, sondern umverteilen. Okay, es gab noch eine Anmerkung gerade von Kurt. In Niedersachsen gibt es zum Beispiel ein Gesetz gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum. Der Rat der Stadt Hildesheim hat per Beschluss angelehnt, dieses Gesetz in Hildesheim zur Anwendung zu bringen. Und es gibt eine Meldung von Svante, du kannst gerne dazuschalten. Ja, ich weiß jetzt nicht, Sie werden wahrscheinlich jetzt nicht so die krasse Antwort haben, aber es beschäftigt mich schon lange. Ich frage mich auch, dass, sage ich mal, Protestformen von Extinction Rebellion und von Fridays for Future, also die Demonstrationen, ja immer darauf ausgelegt sind, den Weltuntergang darzustellen oder so einfach dieses Gefühl von Angst so zu verbreiten. Und Demonstrationen an sich, wie ich mal in einer Dokumentation gehört habe, überhaupt keine Verbindung schaffen. Also man ist zusammen vielleicht 2 Stunden auf der Straße und danach geht man wieder auseinander und hat eigentlich überhaupt keinen Austausch gehabt. Man weiß überhaupt nichts über diese Menschen, mit denen man auf der Straße war. Und ich frage mich persönlich, was als Aktivistin sinnvoller ist, sich, sage ich mal, auf diesen Protest zu verschärfen, der immer den Weltuntergang darstellt und immer Demonstrationen zu organisieren, oder eher diesen positiv ausgelegt, also dieses Modell, dass man einfach in der Nachbarschaft positiver zusammenarbeitet, aber gar nicht mehr so viel protestiert und immer die Regierenden an den Pranger stellt. Das frage ich mich halt nur, was persönlich besser wäre. Also wir sollten die Transformation nach menschlichem Maß gestalten. Und das bedeutet, dass wir uns auch mit den Grenzen des Menschlichen auseinandersetzen sollten. Und solche Katastrophenbilder führen dazu, dass wir die Menschen mental lähmen und nicht handlungsfähig machen. Das heißt, die Menschen hören nicht auf zu fliegen oder sie engagieren sich für die Transformation nicht, wenn wir sie mit Bildern konfrontieren, die sie lähmen. Sondern wir sollten uns fragen, wie wir Menschen beweglicher machen, auch geistig und auch mental. Und ich glaube, dass diese Katastrophenbilder auf den Straßen, also Klimawandel, alle diese Dinge, dass für viele Menschen etwas Virtuelles sind, solange man
physisch, körperlich, leiblich diese Erfahrung des Klimawandels nicht macht, bleiben diese Bilder und diese Schmerzen immer virtuell im Vergleich zum Alltag. Das heißt, wir müssen die Bilder so und übersetzen, runterbringen, dass sie eine Leiblichkeit bekommen, eine Körperlichkeit bekommen. Also Psychologie, man sollte sie, also Kommunikationspsychologie, Psychologie, wie ticken Menschen, das ist für mich eine wichtige Kompetenz, um sich die Transformation zu überlegen. Und Menschen, also positive Bilder bewegen die Menschen mehr, schaffen mehr Identifikation als negative Bilder. Also wenn die Menschen verschiedene Optionen haben, woran sie glauben können oder sollen, dann tendieren die Menschen immer dazu, an Dinge zu glauben, die ein positives Gefühl vermitteln, als ein negatives Gefühl vermitteln. So, und alle diese Erkenntnisse aus der Psychologie sind wichtig, um eine gute Strategie zu entwickeln. Ich glaube, dass viele Menschen Gewalt, Radikalität auch als eine Form von Macht erfahren. Das heißt, der Habitus der Radikalität, wir wissen, was richtig ist und wir wollen euch sagen, wie man sich zu entwickeln hat, dass dieser Habitus der Botschaft dazu führt, dass man die Fridays for Future-Bewegung oder radikale Bewegung nicht als partizipativ erlebt, sondern in ihrem Habitus auf eine Art und Weise auch autoritär, weil man dort schon die Wahrheit in der Tasche hat. Und wenn man sich so verhält, dass man so dieses Gefühl vermittelt, dann wissen die Menschen nicht, wo sie noch mitzureden haben oder mitgestalten können. Wir sollten uns nicht nur über die Botschaften Gedanken machen, sondern auch über die Frage, mit welchem Habitus treten wir öffentlich. Und was denken die Menschen, wenn wir uns so verhalten, wie wir es tun? Diese Fragen wären wichtig. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, aber ist das, was mir aufgefallen ist. Ja, also es ist ja ein persönliches Problem, aber es hat mir auf jeden Fall neue Denkanstöße gegeben. Gut, okay. Okay, alles klar. Dann sind wir auch ein bisschen schon über der Zeit. Ich würde auch sagen, an dieser Stelle würde ich das dann gerne beenden. Genau, Hermann wird noch einmal kurz ein paar Folien einblenden. Und zwar geht es hier um die nächste Woche. Und zwar habe ich ja schon gesagt, dass das jetzt die letzte Lecture heute war. Wir haben letzte Woche die Abschlussveranstaltung. Und in der gehen wir nochmal auf die Frage ein, System Change, aber wie? Das war ja das Oberthema unserer Veranstaltungsreihe. Und wir möchten gerne Ideen einbringen, wie man es einbringen kann für die Klimagerechtigkeitsbewegung, welche Ideen, welche konkreten Initiativen es gibt. Und dazu haben wir auch ein paar Initiativen aus Hildesheim eingeladen, unter anderem mit Hildesheim Lastenrad dabei sein, Foodsharing Hildesheim und Urban Place Reloaded wird auch anwesend sein. Und wir werden da präsentieren, welche Initiativen es gibt. Außerdem, falls ihr Lust bekommen habt, mitzumachen bei Students for Future, gibt es immer mittwochs um 19 Uhr findet unser Plenum statt. Ihr könnt es einfach darauf ansprechen. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal herzlich bedanken bei Davide Brocchi, dass er sich Zeit genommen hat für uns. Ich weiß, du bist ja sehr, sehr busy immer. Also vielen, vielen Dank, dass du heute Abend da warst. Also mir persönlich hat es enorm geholfen, auch nochmal für meine eigene Forschung. Ich denke, für alle war das ein sehr spannender Abend. Ich wünsche euch eine tolle Woche und macht's gut. Okay, so, tschüss zusammen. Tschüss, vielen Dank.